Ja, hi Leute. Wir haben heute eine ziemlich seltene Rosenkäferart hier zum Präparieren. Und zwar handelt es sich um Dicronocephalus yui von Taiwan. Und da haben wir hier jetzt ein Pärchen. Die Art wurde wohl zum Züchten geholt, aber leider hat das wohl nicht so gut geklappt. Dann haben wir hier das Weibchen, das ist jetzt komplett schwarz. Und hier ein Männchen. Und das Komische ist, dieses Männchen hier ist jetzt rotbräunlich. Und eigentlich sollten die so aussehen. Das ist hier noch ein A2-Exemplar, was ich da habe. Also so gräulich sind die normalerweise. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht durchs Aufweichen passiert ist, dass es seine Farbe so verändert hat. Die Weibchen sind schwarz. Ja, komische Sache. Also vielleicht ändert dieses Männchen seine Farbe wieder, wenn es trocknet. Und wird dann wieder so gräulich weiß wie dieser hier. Den habe ich jetzt aber nicht aufgeweicht, weil er eben A2-Qualität ist und ich halt auch A1-Exemplare zur Verfügung hatte. Heißt aber nicht, dass ich den hier nicht präparieren werde. Jetzt ist gerade auch der Kopf abgefallen. Genau so sehen die dann von der Unterseite aus. Er auch. Ja, wie gesagt, vielleicht kommt die Färbung zurück, aber ich denke eher nicht. Das sieht nicht danach aus. Das den Schuppen, wenn man so drüber streicht, ja. Anscheinend ist die Färbung durch irgendeine Wachsschicht gegeben. Die hat sich wohl beim Aufweichen aufgelöst. Dieses Männchen hier mache ich jetzt erstmal wieder weg. Das zerfällt eh in 1000 Einzelteile. Und wir kümmern uns jetzt hier um diese beiden. Die werden wir auch beide auf dem einen Block hier präparieren. Hoffen, dass die nicht auch noch kaputt gehen. Ja, die Art gehört zur Gattung Dicronocephalus. Ist in Asien beheimatet, diese Gattung. Und wahrscheinlich kennen die meisten von euch aus dieser Gattung Dicranocephalus Walichi oder Boringi, Adamsi und so weiter. Diese Arten werden größer und haben vor allem auch größere Hörner. Also das sind Hörner, das sind keine Mandibeln. Und ja, diese Dicronocephalus yui sind eher eine kleinere, unscheinbare Art aus dieser Gattung, stammen von Taiwan. Es gibt auch noch die Unterart Dicronocephalus yui chen'i. Die haben dann auf dem Pronotum nicht noch diese zwei schwarzen Streifen. Die sieht man jetzt hier bei ihm auch wieder schlecht. Ich hole nochmal hier sein Pronotum. Also hier seht ihr ja diese zwei schwarzen Streifen. Das fehlt bei Dicronocephalus yui chen'i. Ja, oft wird die Gattung auch Dicranocephalus genannt. Gültig ist aber Dicronocephalus. Kleiner, aber feiner Unterschied. Mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Ich weiß, dass die Art ziemlich selten ist. Also ich habe diese Exemplare hier geschenkt bekommen. Also nochmal einen sehr, sehr großen Dank an denjenigen. Und da kann man schon mal ordentlich was für so kleine Käferchen bezahlen. Das ist dann, glaube ich, echt alles, was ich dazu sagen kann. Zucht hat leider nicht geklappt. Ich fange einfach mal an mit dem Weibchen.
Okay. Das wäre es jetzt für die Präparation soweit. Ich würde sagen, wir lassen sie jetzt erstmal trocknen und schauen mal, ob er seine Farbe zurückbekommt. Ich vermute mal eher nicht. Dann muss man mal schauen, ob es da vielleicht eine andere Methode gibt, die aufzuweichen, damit man die Farbe auch irgendwie erhalten kann. Na gut, wir sehen uns beim Abnabeln wieder. Ja, okay, die Käfer hatten jetzt einige Zeit zum Trocknen und das heißt, wir können abnadeln. Und wie ihr seht, hat das Männchen die graue Färbung nicht wieder zurückerhalten. Und ich gehe mal davon aus, dass diese graue Färbung durch eine wachsartige Schicht auf dem Chitinpanzer erzeugt wird. Weil ich ja auch bei dem anderen Männchen, was noch grau war, diese Färbung quasi abwischen konnte. Und ich gehe mal davon aus, dass während des Aufweichens dann der Essig in der Aufweichbox diese Wachsschicht irgendwie aufgelöst hat. Schade drum, aber so in diesem rötlichen Braun gefallen, so hätte ich gesagt, auch ganz gut. Spiegelt dann aber nicht die normale Erscheinung dieser Art wieder. Wobei das natürlich auch natürlich passieren kann, dass sich diese Wachsschicht abreibt, wenn die Tiere lange leben und viel buddeln, dass sie dann diese Färbung verlieren. Ähnlich wie zum Beispiel bei einigen Rosenkäfern, die dann ihr Weiß verlieren, zum Beispiel Mekinorina oder Dicronorina. Und typisch für Dicranocephalus ist zum Beispiel auch, dass die Männchen diese langen Tarsen haben, extrem langen Tarsen. Ansonsten sieht diese Art eher weniger aus wie die typischen Dicranocephalus, die deutlich größer sind und auch eben richtig große Hörner haben. Schade drum, dass die Färbung nicht wieder zurückgekommen ist. Ist ja eine ziemlich seltene und wertvolle Art. Aber ich habe ja noch Exemplare mit Originalfärbung, die werde ich dann eventuell, wenn die Staffel zu Ende ist, nochmal so für mich präparieren. Sind halt keine A1-Exemplare, aber das heißt nicht, dass sie in die Mülltonne wandern. Um die kümmere ich mich auch noch gebührend. Ja, und leider kann ich nicht viel mehr zu dieser Art sagen. Ich würde sehr gerne mehr darüber wissen, aber die Informationen, die man bekommt, sind sehr spärlich. Daher beende ich die Folge jetzt hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Interesse, fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.